Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, liebe Nature Chiller. Heute möchte ich euch das Kampfmesser Commander von der Firma Linda etwas genauer vorstellen und zeigen. Ja, und jeder, der sich für das Thema Kampfmesser Commander Linda interessiert, was kann dieser Prügel, ist herzlich eingeladen, sich das Video anzutun. Und mir bleibt wie vor jedem Video wieder einmal nur zu sagen, viel Spaß dabei. Bevor wir wie immer zu den technischen Daten kommen, noch ganz kurz was in eigener Sache über das Messer. Leute, ich bin mir darüber bewusst, dass dieses Messer wirklich nur für den Kampf, also zum Verletzen oder zum Töten von Menschen konzipiert wurde. Ich habe es mir trotzdem gekauft, weil es mir einfach wahnsinnig gut gefällt. Ein Messer ist für mich, ich wiederhole mich, weil ich es schon mal erklärt habe, ein Werkzeug, um Tätigkeiten zu verrichten. Und damit meine ich keine Tätigkeiten wie jemanden zu verletzen oder gar zu töten. Ich werde aber in diesem Video ein bisschen auf die Konstruktion eingehen und was sich der Konstrukteur oder die Konstrukteure von dem Messer dabei gedacht haben und für was man was verwenden kann. Also wer das nicht abhaben kann, der soll sich bitte das Video nicht anschauen. Also wer sagt, nee, das will ich nicht hören, weil ich will nicht hören, was für Verletzungen, dass man damit anrichten kann, etc. Der soll sich das Video einfach nicht anschauen. Ich habe es mir gekauft, nicht um jemanden zu verletzen oder gar zu töten. Ich habe es mir gekauft, weil es mir einfach wahnsinnig gut gefallen hat. Und das war mir wichtig, jetzt noch zu erwähnen. Ich habe aber einen Bereich gefunden, wo das Messer wirklich brauchbar ist. Aber zu dem Bereich komme ich dann später, der nichts mit Verletzen oder zu töten zu tun hat. Das wollte ich nur vorhin wegschicken. Ich weiß, macht das Video jetzt wieder um 1 Minute 30 länger, aber es war mir wichtig, das zu erwähnen. Und jetzt kommen wir zu den technischen Daten. Das Messer hat ein Gesamtgewicht mit der Scheide von 436 Gramm. Es ist also relativ schwer. Es ist fast ein halbes Kilo mit der Scheide. Ohne Scheide hat das Messer ein Gewicht von 350 Gramm. Ist also immer noch ein ganz schöner Prügel. Was mich auch nicht wundert, wenn man sich den Aufbau dann später mal genauer anschaut. Das Commander hat eine Gesamtlänge von 34 cm. Die Klinge allein beträgt 20 cm. Das Material ist ein 420er Stahl. Die ganze Klinge ist schwarz beschichtet. Und die Stärke der Klinge beträgt an der dicksten Stelle 5 mm. Warum erwähne ich die dickste Stelle? Naja, wie man hier sieht, die Klingenform ist Tanto und läuft vorne spitz zu und hat auch hier diesen pyramidenförmigen Aufbau. Also die dickste Stelle ist nur hier gegeben. Ansonsten ist die Klinge nur dafür ausgelegt, irgendwo leicht einzudringen. Und ich sage bewusst irgendwo leicht einzudringen, weil ich es einfach nicht sagen will. Es tut mir echt leid, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Die ganze Klinge ist so konzipiert, dass es leicht irgendwo reingeht. Muss keinem gefallen, mir gefällt es auch nicht. Wie gesagt, mir gefällt einfach nur das Messer, nicht der Zweck, für den das Messer entworfen wurde. Genau gleich verhält sich der Sachverhalt bei der Parierstange. Die Parierstange ist sehr groß gehalten, um einfach nicht abzurutschen, wenn man auf irgendeinen Widerstand trifft. Also es ist unmöglich, dass man sich damit selber verletzen kann, weil man einfach nicht nach vorne in die Klinge abrutschen kann. Der Griff ist aus Leder. Der Griff ist wahnsinnig mächtig. Ich weiß nicht, ob man das hier erkennt. Das ganze Messer ist überhaupt wahnsinnig mächtig. Schwer, mächtig, ein riesiger Griff hier mit den Rillen, um ein Abrutschen zu verhindern und einfach so groß gehalten, dass man wirklich meint, man hat einen, ja, ich habe immer das Gefühl, ich habe einen Schlagstock in der Hand und keinen Messergriff, der irgendwie ergonomisch geformt wäre. Es ist einfach nur ein fetter Ledergriff. Macht auch Sinn, wenn man bedenkt, für was das Messer einfach gemacht wurde. Was natürlich einem Kampfmesser auch sehr dienlich ist, das ist der massive, schwere Knauf
hinten. Der Hersteller wird wahrscheinlich sagen, das ist ein Hammer, damit kann man Nägel einschlagen, aber ich glaube, jeder weiß, für was dieser Knauf gedacht ist. Und wenn man mit dem Ding zuhaut, geht alles zu Boden. Es ist einfach so. Der ist so massiv und so schwer. Ist echt krass. Aber natürlich für ein Kampfmesser sinnvoll. Dann sprechen wir noch ganz kurz über diese Sägezahnung. Sägezahnung ist gut, weil mit dem Ding kann man ungefähr so gut sägen wie mit einem Stück, keine Ahnung, Zahnseide. Nee. Die Sägezahnung wurde extra dafür gemacht, um schwere Wunden zu verursachen, die sich nicht mehr so leicht schließen oder schließen lassen. Also egal, ob man das Messer dreht im Objekt oder ob man das Messer nach oben hebelt, das Ding reißt wirklich äußerst böse Wunden. Äußerst böse Wunden. Grausam. Wirklich grausam. Und das meine ich so, wie ich das sage. Das ist jetzt kein, was bist du für ein kleines Mädchen oder sonst irgendwas. Nein, ich finde es einfach grausam. Fertig. Aber um das Teil nicht nur als Mordmaschine dastehen zu lassen, man kann mit dem Teil, weil es wirklich scharf angekommen ist, man kann mit dem Teil auch einigermaßen gut schnitzen. Also das muss man jetzt schon mal zugestehen. Auch wenn es natürlich nicht zum Schnitzen entwickelt wurde. Aber es geht zum Schnitzen. Also da ja, kann man jetzt nichts sagen. Man merkt, dass es kein hundertprozentiges Schnitzmesser ist. Natürlich, der Griff ist einfach viel zu groß zum Schnitzen. Aber man kann Arbeiten damit verrichten. Also wer es unbedingt haben will, weil es für draußen hernehmen will, weil es dann einfach cool ist, es funktioniert. Aber wie gesagt, es funktioniert fast mit jedem Messer. Besonders in so einer Preiskategorie. Obwohl, so teuer war es gar nicht. Kommen wir später noch drauf. Nur um es erwähnt zu haben, die Scheide, es handelt sich bei der Scheide um eine ganz normale Lederscheide. Doppelter Verschluss, das ist ganz gut. Die Scheide ist nicht gut, die Scheide ist nicht schlecht, die Scheide ist nicht schön, die Scheide ist nicht hässlich. Das war's schon wieder. Jetzt spanne ich euch aber nicht länger auf die Folter. Was ich herausgefunden habe, für was es sich sehr gut eignet, das gute Teil ist, ich habe es gern dabei beim Bogenschießen. Und zwar, um Pfeile rauszuarbeiten. Dadurch, dass wir hier diese Pyramidenform haben, ich nenne es einfach Pyramidenform. So, dieses, man sieht es, glaube ich, was ich meine. Also Dreieckpyramide. So. Es ist sehr stabil, hat eine sehr stabile Spitze und man kann, dadurch, dass der Griff so riesig ist, kann man damit einfach verdammt gut arbeiten und kann damit verdammt gut hebeln. Man kann auch, dadurch, dass das hier so lang gezogen ist, mit zum Beispiel mit einem Tuch hier rumgehen, nicht zu Hause nachmachen, ich weiß, was ich tue, ich bin Messerprofi. Man kann hier rumgehen und kann hier das noch als Hebel ansetzen, weil die Klinge so schön lang ist. Also zum Pfeilspitzen entfernen aus zum Beispiel Silikontieren oder auch aus Baumstämmen eignet sich das hervorragend. Deshalb habe ich das wirklich sehr gern, also eigentlich in letzter Zeit habe ich eigentlich nur noch das Messer beim Bogenschießen dabei, weil es ist dank der Tantoform auch, ja, was soll ich sagen, es eignet sich einfach hervorragend zum Pfeile irgendwo rauszuarbeiten, rauszuhebeln. Und das geht super damit. Also wer Bogen schießen will und keine 400 Euro für ein Bogenmesser ausgeben möchte, kann auch die zwischen 30 und 50 Euro hier investieren und hat auch ein hervorragendes Bogenmesser. Das war das Geheimnis, für was ich das Messer sehr gerne verwende. So, meine Lieben, das war's von mir und von meinem Commander-Messer. Mir gefällt es einfach sehr gut. Aber man muss auch ehrlich sein, es ist wirklich als Kampfmesser konzipiert worden. Und da braucht man sich keine falschen Illusionen machen. Es ist und bleibt ein Kampfmesser zum Verletzen und zum Töten, zum Kämpfen halt einfach. Aber trotzdem hoffe ich, euch hat das kleine Video, das kleine Vorstellvideo von dem Commander gefallen.
Leute, abonniert den Kanal, da würde ich mich sehr freuen. Teilt die Videos, Daumen nach oben und über Kommentare freue ich mich auch immer wahnsinnig. Das wisst ihr ja. Und jeder weiß auch mittlerweile, wenn man den Kanal abonniert, wird man sich nie wieder ein falsches Messer kaufen. Nie wieder in seinem ganzen Leben. Das ist der Garant. Kanal abonnieren und du wirst immer die richtige Messerentscheidung treffen. So, ist so. Kann ich nichts dafür. Leute, geht raus, nehmt eure Kinder. Ihr wisst, eure Kinder haben es verdient, öfters von euch mit rausgenommen zu werden. Aber bitte, treibt es nicht zu wild. Sagt Nature Chilled.